guten Tag. Ja, heute machen wir mal ein Video, worauf wir uns eigentlich schon viel länger oder viel eher fokussieren hätten sollen. Und zwar geht es heute darum, was brauche ich eigentlich zum Shisha-Rauchen? Na klar, als allererstes natürlich die Wasserpfeife. Ob ihr jetzt so eine habt, hier die MPS Classic, das ist so diese klassische Shisha-Form, wie man sie kennt. Oder ihr habt eine Glaspfeife, eine Holzpfeife, eine Plastikpfeife oder sonst was. Ist alles, vom Prinzip ist das alles genau das gleiche, funktioniert wie jede Wasserpfeife. Und ja, was ihr natürlich ansonsten noch braucht, das hört sich viel an, aber ist es eigentlich gar nicht. Wo fange ich an? Ich habe hier so den ganzen Kram hier liegen. Ich mache einfach mal weiter mit der Pfeife, was da noch zugehört. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist natürlich am besten Silikonschlauch, Mundstück und Endstück, ja, damit ihr das Ganze auch inhalieren könnt in eure gesunde Lunge. Als nächstes, ja, Kohleteller, dies und das ist ja eigentlich bei jeder Pfeife dabei. Dann braucht ihr natürlich noch einen Kopf, am besten Tonkopf. Es gibt auch, was weiß ich, Metallköpfe, Silikonköpfe, halte ich alles nichts von. Ich habe hier den Hotshot RT. Der ist mehr so für so kleine Tabakshots zum Probieren oder mal so, wenn ich mal alleine kurz eine Pfeife rauche. Ja, kommt hier oben drauf logischerweise. Und wenn ich euch einen Kopf empfehlen müsste, würde ich euch einen ganz normalen Tonkopf empfehlen mit einer 5-Loch-Lochung. Okay. Und ja, brauche ich eigentlich immer. Wie gesagt, Hotshot ist jetzt eine Ausnahme, den hatte ich gerade hier zufällig liegen. Und ja, natürlich braucht ihr für den Kopfbau Tabak, ne? Seid ihr ganz für euch selber verantwortlich, was ihr rauchen wollt. Es gibt mittlerweile hunderte bis, ich sag mal, tausende verschiedene Geschmäcker, Geschmackssorten. Und ja, wenn ihr den Kopf dann irgendwann mal fertig gebaut habt, braucht ihr natürlich noch am besten ein Kohlesieb, was natürlich auch auf den Kopf passen sollte. Ihr könnt das natürlich auch mit Alufolie machen. Ist ein bisschen oldschool, stirbt langsam aus. Ab und zu baue ich auch noch einen Kopf mit Alufolie, aber eher selten. So, natürlich braucht ihr dann, um das Ganze auch zum Rauchen zu bringen, Kohle. Ja, haben wir hier drin, kennt ihr aus den anderen Videos. Ist ganz normale Kokoskohle, Naturkohle, selbstzündende Kohle, Chemiekohle, lasst die Finger von. Haben wir ja schon mal ein Video drüber gemacht, ne, wie ich Kohle anmache, dies und das. Für die, die es noch nicht gesehen haben, macht ihr am besten mit einem Elektroherd an, so eine Elektrospirale oder halt mit einem Gasbrenner. Geht am schnellsten und effektivsten. Und ja, so. Kohle haben wir, Tabak haben wir, Pfeife haben wir auch da. Ganz wichtig natürlich, ja, für die Wasserpfeife, deswegen heißt die Wasserpfeife, ja, müsst ihr noch Wasser reinmachen. Da habe ich übrigens hier stehen, das gute Fidschi-Wasser aus dem Aldi. Ich mache immer so viel Wasser rein, dass das Tauchrohr ca. 1 cm unter Wasser ist. Und ja, habt ihr den besten Durchzug mit und die meiste Kühlung. Ihr braucht natürlich noch eine Zange, denn Kohle wird logischerweise heiß, ne? Deswegen Zange. Aber ich sag mal so, im Groben und Ganzen für die, die vielleicht, es gibt ja noch die Anfänger, ne, die noch keine Ahnung wirklich haben, es gibt meistens, die meisten Shopbesitzer hauen Angebote raus, da ist die Shisha, da ist ein Schlauch bei, das Mundstück bei, ein Endstück, Kopf, Zange, dies und das, dass ihr im Prinzip eigentlich nur noch Kohle und ja, Tabak kaufen müsst. Und ja, das braucht ihr eigentlich zum Shisha-Rauchen. Das wäre schon gewesen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wird dann jetzt das Ganze mal starten. Ich denke mal, dazu werde ich auch noch ein Video machen. Wundert euch nicht, der Alex ist zurzeit wieder in Paraguay bei seinen Eltern und deswegen muss ich das alleine jetzt am Laufen lassen. Aber der wird ja, denke ich mal, irgendwann zurück sein. Also, sage ich mal, lassen wir dann alles so stehen. Und falls ihr was vergessen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.